ein ganz herzliches Hallo hier aus dem VIP-Zelt im Stadion am Schönbusch. Schön, dass wir uns alle nach 3 Monaten Winterpause hier gesund und munter wiedersehen. Ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Viktoria Aschaffenburg und dem TSV Augstadt. Das Ganze ging vor 750 Zuschauern mit 1:0 an unsere Viktoria. Den Treffer erzielte in der Nachspielzeit, 92. Spielminute, Hamza Buttergrit. Bei mir hier vorne. Darf ich begrüßen die beiden Cheftrainer, Viktor Kleinhens vom TSV Augstadt und Jochen Seitz von unserer Viktoria. Das erste Wort gehört wie immer unserem Gast, diesmal aus Augstadt. Herr Kleinhens, wie fällt Ihr Fazit jetzt nach dem Spiel aus? Ja, erstmal Glückwunsch an Aschaffenburg, Jochen und seine Jungs zum 1:0-Sieg heute. Fazit, das ist natürlich extrem bitter für uns. Wir haben letzte Woche gegen Filsing kein gutes Spiel gemacht und haben, finde ich, heute eine sehr ordentliche Reaktion gezeigt. War sehr emotional, hat umkämpft, viele Zweikämpfe. War alles da in dem Spiel. Aschaffenburg hat natürlich nach Standardsituationen Einwürfe, Eckbälle, Freistöße aus dem Halbfeld eine extreme Qualität. Das war uns ein Stück weit vor allem in der ersten Halbzeit zu viele unnötige Fouls, auch die wir zugelassen haben. Ich glaube, aus dem Spiel raus war jetzt nicht wirklich eine Torchance da. Von daher diszipliniert verteidigt, das war alles okay. Wir hätten uns schon dann im Ballbesitz den einen oder anderen Akzent mehr gewünscht. Da haben wir mit Sicherheit noch Arbeit vor uns und dann ist es so, wie es oft im Fußball ist. Ich glaube, wir haben in der 85. die Umschaltaktion, wo Bibu dann frei zum Torschuss kommt, den machen wir nicht. Im Gegenzug kriegt man die gelb-rote Karte und dann segelt in der 92. der Ball in den Strafraum rein und schlägt ein. Ja, sehr bitter für uns. Wunderputzen, weitermachen, alles andere hilft in der Situation jetzt sowieso nichts. Dankeschön, Herr Kleinhens. Du hast nach der Niederlage in Fürth gesagt, dir hat das Rückzugs- und das Zweikampfverhalten deiner Mannschaft nicht ganz so gepasst. Was sagst du heute? Ja, hallo zusammen erstmal. Ich kann eigentlich fast das Gleiche sagen, was der Viktor auch gesagt hat. Wir hatten natürlich mit einer Niederlage gestartet in Fürth, was extrem ärgerlich war, weil es ähnlich war wie heute. Die Standardsituation hat das Spiel entschieden. Insofern sind wir heute der glücklichere Sieger, wobei ich sage, wir haben wenig zugelassen, bis auf die 85. Minute, defensiv sehr stabil gestanden. Nach vorne hin hätten wir uns natürlich auch noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft erwartet und erhofft. Aber nichtsdestotrotz, für uns hat es heute erstmal gezählt, defensiv auch gut zu stehen. Auch aufgrund unserer Personalsituation ist es natürlich wichtig, dass wir jeden Punkt mitnehmen. Und es war an sich ein ausgeglichenes Spiel, eigentlich eine 0-0-Partie, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Und das sind dann so Spiele, wo Standardsituationen entscheiden. Und heute hat man das glücklichere Ende auf unserer Seite. Und wir sind natürlich jetzt trotzdem richtig happy, weil jetzt haben wir 43 Punkte. Wir hoffen, dass jetzt innerhalb der Woche mal wieder 2-3 Kranke zurückkehren, sodass wir nächste Woche vielleicht auch ein bisschen mehr Alternativen dann auch haben. Und dann fahren wir nach Würzburg, um sie noch ein bisschen zu ärgern. Dankeschön. Medienpressevertreter vor Ort an einen oder an beide Cheftrainer. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich noch Hinweise in eigener Sache. Am kommenden Wochenende spielt unsere U19 ihr Topspiel gegen Greuther Fürth. Am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr. Da freut sich auch jeder über Zuschauer und Unterstützung. Und wir, der Jochen hat es eben schon angekündigt, haben am nächsten Samstag am 11.03. um 14 Uhr unser Auswärtsspiel in Würzburg. Wir haben nicht so viele Derbys und auch noch auf so kurzem Wege. Von daher würden wir uns da auch wahnsinnig freuen, wenn einfach viele mit hinfahren würden, um unsere Jungs anzufeuern. Wir sehen uns hier wieder am 18.03. heute in 2 Wochen, 14 Uhr, gegen Aufsteiger Hankofen-Heiling. Bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt allen noch einen schönen Nachmittag, schönes Wochenende. Unseren Gästen aus Aufsteiger für eine relativ kurze und vor allem hoffentlich pannenfreie Rückfahrt. Es hat auch im Hinweg ein bisschen gedauert. Von daher alles Gute für euch auch die nächsten Wochen. Bis dann. Ciao.